Nee, Tommaso, du wolltest mich doch heute mal. Hast du mir irgendwas gesagt, was du mich schon immer mal fragen wolltest? Ja, genau. Du hast mich jetzt gerade an die Frage erinnert, genau. Und zwar, wie bist du denn eigentlich zum Wein gekommen? Wie ist deine Weinkarriere gestartet? Mit 14. Mit 14, das ist schon mal vorbildlich. Ja. Also ich habe im Gegensatz zu ganz vielen anderen Buben aus unserer Generation nicht mit Bier angefangen, sondern mit Wein tatsächlich. Oh. Und zwar mit 14. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber unsere Eltern hatten halt auch schon immer Wein im Keller. Ja. Da hat eben was gerade geklingelt. Verrückt, gell. Das war der Mutti. Genau, der hat mir die Weinflasche aus dem Keller geklaut. Das habe ich nicht gemacht. Wir haben es uns gekauft. Damals durften wir das. Ja. Und wir waren ja auch damals so doof, wir waren ja voll frankophil. Also wir haben, das war so die Zeit, französisch Unterricht gehabt und dann haben wir hier irgendwann mal Baguette gekauft, als es das da mal gab. Dann hier der Verrouge, was war das für Zeug? Also irgendwie so ganz billig kam. Also du konntest so als 14-Jähriger in den Supermarkt gehen, konntest sowas kaufen. Ja. Und dann haben wir natürlich auch schön die Gauloises geraucht. Das war eine goldene Zeit. Das war eine goldene Zeit. Geilomat. So. So kam ich eigentlich, über diese Geschichte kam ich eigentlich zu Wein. Und ja, und dann habe ich halt irgendwo auf einer Party, haben wir es mal leider übertrieben. Ja. Das führte dann tatsächlich zu einem Hundebiss. Ja, ja. Kannst du unseren Zuschauern erklären, was ein Hundebiss ist? Soll ich das jetzt mal wirklich ohne Detail machen? Ja? Wirklich? Darf ich? Also solange ich da nicht getroffen bin. Pass mal auf. Ja. Es war auf der Party. Eltern waren nicht da. Es war ein Hochhaus, 7. Stock. Die Schwester war im Bad und mir war schlecht. So, dann bin ich rausgelaufen, weil die Schwester war ja im Bad und habe gesagt, nee, da kann ich jetzt nicht reingehen, weil und da kotze gehen oder sowas. Ja. Also bin ich auf so einem Zwischenkorridor draußen und die haben alle gedacht, hier, der ist so voll, der stürzt sich gleich aus dem 7. Stock. Ja. Nein, ich habe einfach nur echt von der oben alles runterlaufen. Also ich habe mich mal entledigt. Ich habe mal mit Will Roy im Bock gesprochen, der aber gar nicht da war, weil der war ja bei der Schwester im Bad. So. Er ist oben eher Kino. Ja. Und jedenfalls, das war das eine. Und dann bin ich mal ohne auf die Gas. Nee, ich musste vorsagen, ich war vorher auf die Gas, weil mir ja so schlecht war. Ja. Also das mit dem Stück ohne mal guten Tag sagen, das kam später. Und es hat geregnet. Und da auf einmal kam da so ein Mädchen mit einem Schäfer und mit zwei Schäfern. Der eine an der Leine und der andere hat so ganz viel Spiel da draußen rumgestanden und hat dann auf einmal sich Stecke steif gestellt und hat mich angeknurrt und hat gemeint, der macht nichts. Ich will bitte was? Stecke steif rund, der knurrt und die Haare sich an und sagt, der macht nichts, ganz klar. Ne? Ich laufe dann so langsam zurück zu dem Haus und auf einmal höre ich nur von hinten laufe. Ja? Und dann habe ich gesehen, dass der auf mich zu sprintet. Ne? Aha. Dann habe ich hier noch. Der wollte mir hier oben an die Kehle, dann habe ich den Arm so hochgezogen, hat er mich hier gebissen und dann bin ich auf so ein Auto gesprungen, hat er mir nochmal den Arsch gebissen und habe ich oben auf dem Dach gesessen, ja, und dann kam er nicht mehr dran. Ja. Und das konntest du, obwohl du rappelvoll warst? Ja, da bist du auf einmal ganz klar. Ja, okay. Ja. So, die auf der Party, oben auf dem Balkon draußen gestanden und haben gedacht, hier, was macht dann der hier? Der jetzt, der ohne, so heißt es ja wirklich eigentlich jetzt, was macht der auf dem Auto da? Ja? So, dann war ist die abgehauen, die Schnalle, ja, mit ihren zwei Schäferhunden. So, und dann bin ich dann halt ins Foyer gekommen, aufzuholen, dann ist mir schlecht geworden und wie gesagt, ich wusste noch, dass die Schwester im Bad ist. Ja. Und dann habe ich gemeint, ich müsste mal draußen mich entledigen. Ne? So, und dann wurde später ins Krankenhaus gefahren, welche Tetanus-Spritz und sowas. Ja. Aber, ja, pass auf, da dabei habe ich mir den rechten Fußzeh angebrochen, weil ich bei dem Versuch, aufs Auto zu kommen, bin ich erstmal abgerutscht, erst beim Zweiten hat es geklappt. Ja. So, und jetzt kommt's. Wir konnten aber relativ schnell ermitteln, wer denn die Halterin, respektive der Halter von diesen Hunden ist. Ja. So, da gab es Schmerzensgeld. Ich hatte neue Jeans gekriegt, ein neues Sweatshirt und Fahrrad. Pass auf, ich konnte mir davon ein Fahrrad kaufen und meine zweite Gitarre. Richtig geil, die ich ja heute noch habe. Ja. Und so ging eigentlich meine musikalische Karriere noch weiter nach oben. Ich hatte vorher erst so, ja, du lass jetzt. Ja. So ganz so Wandergitarre-mäßig, ja. Schon Stahlseite durchgezogen. Ja. Aber dann als wirklich geiles Teil, da müsstest du heute so zwischen 2.000 bis 3.000 Euro hinlegen, um so eine Gitarre
zu kaufen. Ja. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das alles der Schlüssel dazu war einfach Wein. Ja? Wein schreibt so schöne Geschichten. Ja, wie war das jetzt bei dir? Nächster Take.